So, es geht weiter mit meiner Reihe Old Guy Gaming und ich spiele weiter Going Medieval. Wir werden mal sehen, ob die kleine Orchard schafft, Paddleworth es schaffen wird, weiter zu bestehen. Die Kannibalen stehen ja vor der Tür. Und Ethelgar hat ja einfach den Gevis aufgenommen. Oder Javis? Javis. Vielleicht habe ich auch Glück. Und die Wölfe fressen die Kannibalen. So, niedrige Nahrungsreserve habe ich auch noch. Zehnmal rohes Fleisch. Das könnte man ja dann kochen. Jetzt sollte ich mal jemanden zum Koch. Warum ist egal, du bist der Koch. Aber ist vielleicht auch gar nicht gerade das Wichtigste. So, jetzt zurückändern. Vielleicht sollte ich doch noch schnell hier ein bisschen die Fallen vorbereiten. Hier bei der Fan. Ist egal, hilft dir. Ich kriege mal noch ein, zwei Fallen fertig, bevor die Kannibalen kommen. Kann ich nicht so noch Übergänge nach oben und wir bauen oder stehen hier einfach? Jetzt hier. Das Wäldchen vor meiner Hütte lassen wir noch. Das Camouflage gründen. Sieht doch kein Mensch von Weitem, dass da Leute rum. Sieht bis auf Windgeschütz oder? Essen. Ressourcen nicht verfügbar. Nicht genug Ressourcen. Wieso? Ein Brennstoff und 12 Kochmaterial. Oh, 12 Kochmaterial. Natürlich nur 7. Könnte natürlich noch schnell ein Reh jagen, aber das werde ich nicht schaffen, bevor die Kannibalen kommen. Ah ja, die Speerfallen hier drüben haben sich auch erniedrigt. Yes, du musst nochmal mithelfen. Das Lager wird hier auch mal größer. So, komm, du baust jetzt hier. Oh, der Vorsteher nur. Genau. Ist noch was, was ich da noch vorbereiten könnte? Also der hat eine Waffe. Javis hat eine Waffe. Und Ethelgar hat auch eine Waffe.
Bisschen Deckungssystem. Bisschen angreifen, einziehen. Ah ja, ist wahrscheinlich wichtig. Pflanzen schnell entfällen. Man denn hier Minen bauen? Höhe 16. Wie schlecht 16 Felder nach unten noch graben. Kann ich denn Höhlensysteme bauen? Das ist natürlich ein Feature, was Rimworld nicht hat. So, 1 Stunde 30. Ich vermute, die kommen dann hier aus der gleichen Richtung, wie Jevis gekommen ist. Ich schon mal der Richtung so einiges, obwohl dann vielleicht sind dann ja hier noch welche. Die noch mal abreißen hier. Oder noch genügend für unmittelbar bevorstehend. Ah ja. Nicht perfekt vorhergesagt. Baut aber relativ schnell hier seine Fallen. Gewalttätiger Erpresser, Barbarenmahlzeit. Bewaffnet, ungeschlacht und erbarmungslos schrien die umkreisenden Räuber ein schreckliches Ultimatum heraus. Ihr Überfall würde schnell und brutal sein, es sei denn, du würdest ihn sofort Jevis übergeben. Sie wussten genau, was sie wollten. Tja, gottesfürchtig wie wir sind, werden wir uns weigern, den Forderungen der Angreifer uns zu folgen. Du bleibst standhaft und gabst den Forderungen nicht nach. Die Leute von Pedalworks griffen zu den Waffen und machten sich kampfbereit. Okay, so, Pause. Da kommen zwei. Können wir da überhaupt runter? Ja, das ist ein Hang. So. Okay, ja, die kommen ungefähr aus der Richtung. Ich lasse mal nochmal kurz laufen. Wir gar nicht. Und der hat aber ein Schild. Ich weiß nicht, ob ich das hier überstehen werde. Ja, bitte mal lieber vorher. Das ist eine gute Sache. Das ist denn jetzt meine Strategie? Erst vorne mit dem Pfeilen schießen, dann ins Haus zurückziehen. Dann stellen wir einen so schräg neben die Tür. Geht das? Den anderen hinter die Bücher. So, die Feinde haben ihren Angriff gestartet. Vielleicht habe ich auch noch kurz Zeit. Ja, wo läuft der denn jetzt hin? Ach, der holt ja noch ein bisschen. Hier drüben. Warum sind nur nicht die vier Fallen da? Muss reichen. So, sind sie mit dicht genug? So, wie geht das jetzt mit dem Eierberufen und einem Berufen? Jeden einzeln? Ja. Okay. Ah ja, die sind jetzt hier im Kampfmodus. So, schießt er automatisch. Ah, jetzt kommt er doch von der Luft. Nee, doch nicht. Ey, ey, zurück. Ich bin fast selber aufgefallen. So, du musst hier mal schießen. Fehlfunktion der Falle, geil.
Sieg! Die belagerten Siedler. Ja, ich hab's geschafft. Wurde im Winter des Jahres 1353 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 3 Stunden 54 Minuten. Zum Glück überlebten alle Siedler die Waffe. Eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Jewis Harrison war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Jewis Harrison nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Paddleworth in der Stunde der Not zu verteidigen. So, was jetzt mit dem letzten Herrn hier? Den werden wir uns jetzt mal. Okay, gegenstellen müssen. Meisterschütze. Da versucht jetzt hier abzuhauen. Müssen wir den jetzt abhauen? Kümmern. Okay, so Einberufung stoppen, wie geht das? So. Den müssten wir jetzt wahrscheinlich mal. So, was haben wir? Oh, jetzt haben wir hier eine Leiche rumliegen. Hat er die in die Tasche gepackt? Ne, den wollen wir hier aber nicht haben. Den müssen wir mal auf ein Fach scharren. Aber vielleicht erstmal verarzten. Unterkleidung und ein Beil aus Eisen. Hm. Nicht schlecht. So, Athega verbindet sich erstmal selbst. Ja, wie Jesus schon sagte, jeder ist sich selbst der Nächste. So, jetzt hier dein Kumpel. Sollte irgendwie auch. Kannst du dir nicht helfen? Hey. Nicht. Ich habe ja schon mal gesund gepflegt. Muss ja nicht. Ist irgendwo. Geprellte Nase. Klingt doch so, als wenn er ärztliche Hilfe bräuchte. Aber ich kann den zumindest hier nicht auswählen. Kann ich selbst auswählen? Nee. Behandeln ist auf 1. Dann geht das aus irgendeinem Grund nicht. Hm. Nase. Rechte Brustverletzung, Heilung, genesend. Wundregeneration 1,4 mal 10 hoch. 8%. 0,08, hey. Das muss mal. Da muss mal aus einem flotenden Int gemacht werden, okay. Tja, überlebt. Wer hätte das gedacht? So, die Leiche loswerden. Das ist ein Projekt für den nächsten Tag. Wie war das? Ich habe doch hier irgendwo sowas gesehen. Ein Scheiterhaufen? Hm. Oder ein Grab. Oh, Scheiterhaufen. Klingt so feierlich. Da kriegt hier unten ein Grab. Oh, da, der darf da hinten irgendwo um die Ecke. Das muss ich immer angucken müssen. So, hier sollten wir noch einen Baum fällen. Knochen. So, nächsten Tag muss auf jeden Fall jagen gehen. Denn wir haben nur noch 2 mal rohes Fleisch. Hm. Aber hier unten sind ja ein paar. Oh, Wölfe und Rotwild. Der war ja kein Jewis. Durch Aufschreiben der Chronik lernen, wie man Pflanzen pflanzt. Ist ja logisch. Schönen Schlaf der Gerechten. Die Kannibalen abgewehrt. Heroisch. Das ist ja eigentlich ein Siegesdenkmal. Braun. Mittelgroßes, einfaches Banner. Ja. Oh. Können wir uns jetzt, glaube ich, erlauben, hier so ein Banner. Bräuchten wir das? Da. Nee. Irgendwie ist da ein Strich davor, ein bisschen davor.
vor. Nicht erreichbar. So, jetzt ist die Frage, wie kriegt man hier so einen schrägen Bereich, ne? Wofür sind eigentlich diese Zinnen da? Wirksamer Schutz vor Eindringlingen. Wie wir jetzt hier sind. Wahrscheinlich für ich so eine Mauer ziehe. Schöne Zinne oben drauf setzen. So, jetzt, achso, ich kann jetzt gleich endlich den Backgammon-Tisch bauen hier. Da Stühle dabei. Oh. 75 Holz haben wir die. 310. So, was ist mein Kannibalengrab? Wenn der das da zusammen hat, kann ich doch hier sicherlich. 12 habe ich. Ich brauche. Achso, was gibt es da noch? Lehrbuch. Chronik, Lehrbuch. These. Wahrscheinlich bessere Forschungstische oder so. Braucht man den sicherlich. Tendenziell braucht natürlich Jarvis auch noch eine eigene Hütte. Hier nicht immer zusammen wohnen. So, den haben wir da verscharrt. Gut. Das Ding hat Trefferpunkte. Wenn ich da jetzt drauf hacke, verschwindet das dann. Achso, hier, das müssten wir mal gerne mit einsammeln. So, und dann Jagd hatten wir uns vorgenommen. Oh, läuft doch schon fast in unsere Richtung her. Achso, auch mit der Axt, mit dem Beil. Natürlich nächstes Mal auch ein Schild und ein Beil in die Hand nehmen. Obwohl das mir mit dem Bogen ganz gut gefallen hat. Einer im Nahkampf, einer. Forschung verfügbar. So, hä? Jetzt Architektur freischalten. Schaltet frei. Holzbalken. Toll. Aber wir wollen ja sowieso Landwirtschaft. So, hier ist jetzt das neue Holzbalken. Aha. Da kann ich dann zweite Etage quasi bauen. Achso, dann kann man eine Treppe. Ah, so komme ich hier natürlich hoch. Treppe gibt es ja. Dann kann ich auch gleich eine schöne Verteidigungsposition errichten. Ah ja, kann ich auch gleich was für meine Zinnen. So, wo waren die Zinnen hier? Dann da? Achso, so. Hä? Das geht nicht. Ich gedacht, dann könnte ich die jetzt da hinsetzen. Ganz umgedreht machen wir den. Naja. Achso, hier. Das ist jetzt hier die Ecke. Ah. Das ist bei den anderen Gebäuden auch so eine Variation. So. So. Das hier auch noch wegnehmen. Ah, jetzt hab ich ganz vergessen. Wir wollten doch hier jagen. Macht der das schon? Ja, Jagd. Was sind der hier unterwegs? Wird wieder weggelaufen. Der andere könnte ja prinzipiell. Könnte den ja auch im Nahkampf angreifen. Können wir den dann irgendwie einkreisen?
das rennt ja sonst wohin hier. Ja, Dorfbewohner verhungern. So schnell. Ist gehungert. Ein 100% Hunger muss und stirbt schließlich. Ja. So. Oh ja, das dauert ein bisschen mit dem Zerlegen. Und da hoffentlich nicht bei verhungern hier. Da erhöhen wir mal die Geschwindigkeit. So. Nee, erstmal kochen. Nimm mal auf hier, nicht so ein Quatsch. Und erstmal ordentlich gekocht, das bringt da bestimmt mehr Nahrung. Erstmal die Trefferpunkte, bevor die tot umfallen, oder? So. So, jetzt gleich noch mehr Fleisch machen. So, jetzt haben wir keiner mehr. Oh, aber nicht so viel übrig. Jetzt jeden Tag jagen. Vielleicht doch mal so ein Kaninchen, geht vielleicht leichter. Aber auch nur den einen Bogen, ne? Tja, zu zweit ist halt ein bisschen schwieriger hier. Ah, schön beten abends. Der braucht halt eigentlich auch wenig Lesenbedarf hier. Nö, macht er einfach nicht. Ach, jetzt wird er doch noch verarztet. Deswegen denn? Achso, die ernst geprellte Nase wahrscheinlich. Und behandelt. Was macht der jetzt? Ach, der arbeitet gleich wieder. Der hat sie zum Heilen hingelegt. Ne? Ach, neue Asche. Ich bin mal gespannt, was man mit der machen kann. Rohes Fleisch, noch 9 Stück. 4x Grillfleisch. Werden. So, was ist das hier? Das ist natürlich falsch. Das ist natürlich auch wieder nichts zu nennen. So.
noch was? Aus Lehm bauen, hm. Oder Kalkstein, ach, das habe ich ja auch sogar schon. Lass mal bei Holz. So, da muss ich wieder eine Ecke hin. So. Wieder eine Ecke. Nach innen brauchen wir das ja nicht. So, kann ich jetzt hier eigentlich so eine Brücke drüber bauen? Holzboden. Ah ja. Cool. Und noch bitterlich kalt draußen. Wie warm haben wir es hier drin? 6 Grad. Ja, richtig warm nicht. Könnt ihr abends auch das Fenster zumachen. Machen wir zu, ja, gucken, wie warm es dann wird. Halbes Grad. Innenbereich Schnee. Was ist das Wetter draußen wahrscheinlich? So viel Kälte, so viel Wärme haben wir jetzt auch nicht daran. Licht anlassen. So, der frisst wieder was. Das ist nur eins. Da hält es dann auf den Tag. Leiter hier vorne ist, ist gar nicht so optimal. Die sollte ja irgendwie versteckt sein. Dass sich die Gegner da erst durchkämpfen müssen. Vielleicht könnte hier drinnen so eine Leiter bauen. Dass man da quasi. So, dann müsste ich jetzt hier erstmal nochmal weghacken. Die letzte muss bestimmt sein für die Stabilität. Dann machen wir das so. Kommt hier drin die Leiter, dann kommt man hier hoch. Dann können wir die hier wegnehmen. Der Bogenschütze hier nicht gleich attackiert wird, auf den Zinnen steht. Scheint eine gefährliche Gegend zu sein. Was haben wir da noch? Mit der Kleidung, ah ja. Das Leder ist eigentlich besser als sowas, was die haben. Das Leinen. 22 von 136. Minus 18 optimal. Hm. Oder einfach was soll das sein? Bisschen besser aus. Jetzt hat er schlechte Laune. Warum das? Hässliche Ausstattung. Behaltung bedürftig. Ja, prinzipiell müssten wir hier hinten auch noch Backgammon-Tisch bauen. Das ist erstmal wichtiger, damit nicht gleich ein neuer Gegner kommt. Wissen jetzt, dass wir gefährlich sind. Hm, schon wieder 15 Chronik. Reicht das? Ah ne, 12. Hä, ich denke gerade 15. 28. Hä, das sind 28 Chronik. Oder bleiben die liegen, nachdem ich die benutzt habe? Das sind 27. Das wäre nervig. Du musst hier eine Bibliothek anlegen. Okay, irgendwie auch witzig, aber ich müsste eine Bibliothek anlegen. Ganze Chroniken. Hm. Ah, jetzt können wir spielen.
Mehrheit aber gewinnt. Na, oh, ist ja nicht schlecht. Unterhaltungsaktivität. Benötigter Alkohol. Oh. Was ist denn da witzig? So, der hat genug. Jeffs überlegt noch seinen letzten Spielzug. Okay. Oh, wie viel Fleisch haben wir denn noch? Zwei. Ich glaube, da muss gleich noch so ein Vieh jagen. So, hier sind wieder die Wölfe, die nicht. Was sind die Rehe da oben? Haben wir gar nicht so leicht hin, oder? Wolf ich jetzt echt nicht, ja. Ich könnte hier so ein. Guck mal hier irgendwo durch. So, also man kann ja. So, man kann hier hinter lang rennen. Na gut, dann geht's vielleicht doch. So, auf geht's. Was geht da hier an? Warte, hier müssen wir lang, können wir noch später weitermachen. Tag 9, 12 Tage Winter gibt's. Noch zwei Rehe zu essen. Und knapp. Was ist alles für Knochen? Was ist wohl hier für die? Kann man die Knochen nicht noch auskochen oder so? Ja, rennen in die richtige Richtung. Sehr schön. Schieß! Ja, noch mal. Ah. Jetzt musst du rennen. Aber vielleicht wird es ja schon langsamer hier mit seinen Verletzungen. Forschung verfügbar. So, wir wollen auf jeden Fall Landwirtschaft. Kohl, Karotten, Runkelrüben, Gerste, na klar. Alles. Alter, eine Birke. Na, schick. Finterhart. Achso. Kann auch gelagert werden. Einfachste aller Gemüse und Nahrungsmittel. Ha, das klingt gut. Johannisbeeren. Oh ja, kann man schön gestalten. Dann. So, muss ich jetzt hier im Winter das Feld vorbereiten? Jetzt krieg ich doch nur eins. Ah, nee. Kann ich den ändern? Tja. Legt man denn so eine Felder an? Hier so. Tja, wie groß muss das jetzt sein? Ah, oh, was hier hinten? Kein geeigneter Bodentyp, okay. Was ist halt hier hinten ein bisschen größer? Kohlfeld. Da machen wir uns noch ein paar schöne Sträucher. Wo wir mal dieses Saatgut her haben. Bestimmt prima hier vor. So. Kräuter. Ja, ein paar Kräuter. Sicherlich auch nicht schlecht. Die machen wir dahin. Gerste. Haferschleim. Oh, Grundnahrungsmittel, dachte ich eigentlich immer Getreide, aber machen wir dann einfach hier mal. Warum nicht noch ein paar Möhren? Und noch ein paar Runkelrüben. Aussehen. Oh. So,
im Frühjahr ja was zu tun. So, der jagt noch. Das Vieh immer noch nicht. Auch eine erhöhte Schussposition gehabt. Was ist der denn überhaupt? Ach da. Oh je. Na, dann lauf mal. Es ist wichtig, mehr als einen zu haben. Ah, jetzt trifft er auch nicht. Jetzt komm. Ah, endlich. Der Schlaubär. 36 Chronik. Nee, das ist tatsächlich alles. Tja. Wir brauchen eine Bibliothek. Ich kann mal dieses praktische Loch als Bibliothek verwenden. Da so eine Treppe nach unten machen. So. Da ist hier noch ein Dach drüber. Günstige Position, Treppen blockiert. Ich doch gar nicht. Achso, und hier muss ich jetzt einen Balken runter machen, damit das hält. Oder? Zwischen zwei. Ja, verstehe ich. Zwei Wänden oder Terrain-Elementen. Achso, so muss ich sie setzen. Gebäude nicht erreichbar, nicht genügend. Achso, nein, muss ich Stück für Stück bauen. Hilft er dem schon wieder? Mit seiner Nase. Applaudiert er jetzt, weil er gesund geworden ist. Na gut. Viele Projekte liegen vor uns. Demnächst hält der Frühling Einzug. Mal sehen, ob sie es bis dahin überleben. Die spärlichen Nahrungsressourcen. Und die Kaninchen müssen dann auch noch dran glauben. Zur Not die Wölfe, aber die scheinen hier schon das Leben zu verfolgen. Das dann beim nächsten Mal.